Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ein Monat ist wieder rum. Wir nutzen mal die Zeit und es gibt ein kleines Monatsupdate. Update rückwirkend und in die Zukunft. Juli, ratzfatz rum. Was haben wir erlebt? Als erstes muss ich sagen, man sieht es an meiner Bräune. Ich habe tatsächlich mal 2 Wochen Urlaub gemacht, weil es ist tatsächlich der Zeitpunkt gekommen, wo mein Sohn Fritz tatsächlich ankommt und sagt so nach dem Motto Papa Urlaub und so weiter. Hätte ich niemals gedacht, passiert aber irgendwann und in dem Moment fängt man auch freiwillig an, mehr Urlaub zu machen und auch einfach mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Jetzt ist man natürlich Kita und Kindergarten etc. an die Schließzeiten gebunden. Das heißt, wir mussten vor und nach den PS-Days, welche auch diesen Monat waren, was heißt mussten, ich mache sowas wirklich freiwillig und gerne, waren ein bisschen im Urlaub. Tat mir auch gut. Falls sich einer dafür interessiert, wie sieht mein Urlaub so aus, relativ einfach, wirklich gar nichts tun. Heißt morgens so lange schlafen, bis alle aufwachen, frühstücken, an den Pool legen, im Pool spielen, Mittagsschlaf machen. Das können nochmal 3 Stunden sein mit Fritz zusammen, weil er schläft einfach so lange, wenn ich daneben liege. Dann wieder an den Pool, dann Abendessen, dann wieder schlafen. Das kann ich mir bei dir wirklich gar nicht vorstellen. Doch, das ist komplett Kontrastprogramm dazu, ne? Finde ich voll geil. Einfach nur schlafen, nichts tun. Meine Frau rastet auch schon mal aus, weil die natürlich dann im Urlaub gerne in Anführungsstrichen was machen würde. Wir hatten ein Hotel theoretisch mit Kinderbetreuung, auch super liebe, nette, coole Kinderbetreuung. Aber selbst da sage ich im Urlaub, ich fahre ja in den Urlaub, um dann Zeit mit meinem Kind zu verbringen. Das heißt, wir haben die Kinderbetreuung ausgelassen und ich habe mich dann lieber vormittags, nachmittags um meinen Sohn gekümmert. Rat mal, was wir am meisten gemacht haben. Wirst du so nicht drauf kommen, wenn ich schon so dumm frage. Keine Ahnung. Wir haben tatsächlich das Fußballspiel für uns entdeckt. Fußball? Ja, Fritz wollte unbedingt kicken immer. Ja. Okay. Er wollte kicken. Ah, ja, ist auch wirklich krass, wenn man wirklich eine Woche lang mit einem Kind kickt, wie viel das besser wird. Also wir haben einfach aus Spaß damit angefangen, dass er mich tunnelt und mir durch die Beine durchschießt. Mhm. Und das ging am Anfang so 2 Meter nach links, 2 Meter nach rechts. Und jetzt am Ende war es wirklich so mit 3 Meter Abstand, ist jeder Ball immer in der Mitte durchgegangen. Ich habe es schon angerissen. Dann hatten wir schon die PS-Days. Die Messe auf dem Messegelände in Hannover. Wir haben ja dazu schon berichtet, also es gibt diverse Videos dazu. War geil, war gut besucht, Wetter war perfekt. Driftstrecke draußen plus unsere Showstrecke. Am Sonntag kam dann auch Montana Black vorbei, hat einen Livestream gemacht. Aber alles in allem kann man sagen, war das Ganze schon ein Erfolg. War gut besucht. Autos mit Sven Schulz und mit der Late Night zusammen, wirklich immer 1+, wirklich geil. Ausstellermäßig, brauche ich euch nichts vormachen, da waren wirklich wenig Aussteller und es kam nicht so richtig dieses Messe-Feeling in der Halle vor, weil außer, ja, so ein paar Aussteller waren halt vor Ort, die haben auch ein bisschen Produkte gezeigt, aber es war jetzt nicht so wie in der S-Motorshow, dass du in die Halle reinkommst und denkst so, boah, jetzt habe ich Bock, mich über Tuning zu informieren, sondern es war halt mehr eine geile Sommerveranstaltung als eine Ausstellung. So ein Festival, kann man schon sagen, ne? Ja, was dieses Jahr deutlich besser funktioniert hat, war das Catering mit dem Essen. Ich weiß, ich habe aus vielen Ecken gehört, dass die Preise schon recht teuer waren. Aber unabhängig von den Preisen jetzt erstmal, es war immerhin so, dass man relativ entspannt Essen bekommen hat. Und spontan hat die Messe tatsächlich Public Viewing gemacht, das war ja EM. Und ich war erschrocken, wie wenig von euch sich dann doch für Fußball interessieren. Also ist, glaube ich, das ist der einzige Bereich, wo du jemanden mit Fußball nicht locken kannst, ist wirklich so dieser Autotuning-Bereich, weil normalerweise bei EM ist jeder auf einmal Deutschland-Fan. Und da war es tatsächlich so, ich bin rausgekommen, man hört deswegen, ich bin auch noch leicht krank, bin rausgekommen und es waren tatsächlich noch Plätze auf den Bierbänken frei, weil nicht so viele Leute Public Viewing gemacht haben. Ja, wobei, so wenig fand ich es jetzt nicht. Nee, wenig nicht, aber es war jetzt nicht so, dass auf einmal das ganze Messegelände wär, weil alle vor dieser Leinwand hängt. Ne? Ja. So, Polybauer hat sich zum Beispiel überlegt, ach scheiße, Fußball, wir machen lieber Stadtparty in der Zeit und haben erstmal die Mucke richtig aufgedreht. Ne? Mhm. Sonst aber immer wieder geil mit der Show von den Leuten auf der Late Night, wie die so Gas geben, immer wieder beeindruckend und cool. Ja, kann ich auch nicht sagen, was das ist. Ja, aber nee, in Summe kann man auf jeden Fall, glaube ich, schon von einem Erfolg reden. Weil ich habe zumindest mit jedem, mit dem ich gesprochen habe, der war auf jeden Fall happy von der Messe. Ja. Dann ging es weiter, GTI Fanfest in Wolfsburg. Freut mich sehr, dass das letzte Video dazu so erfolgreich angekommen ist. Der es nicht gesehen hat, hier nochmal kurz Zusammenfassung. Wolfsburg, also VW-Konzern, hat sich überlegt, sie holen das Wörthersee-Treffen mit der GTI-Bühne nach Wolfsburg zurück.
nicht mit der Idee, den Wörthersee zu ersetzen. Das geht nicht. Das wird man auch niemals hinbekommen, weil Wörthersee war einfach Legende und wird immer Legende bleiben. Alleine wegen den Bergen, der Luft, der Grüne und des Sees. Aber nichtsdestotrotz war es auch da in meinen Augen, das Wetter hat mitgespielt, wirklich ein geiles Event. Unfassbar, wie hart stark diese Golf-Community ist, weil ich war 3 Tage lang seitens VW auf der Bühne und habe den Fan-Talk moderiert. Das heißt, das war so ein Programmpunkt, wo man sich bewerben konnte und man die Autos auf die Bühne geholt hat und ich das Auto inklusive Besitzer vorgestellt habe. Und es waren bestimmt 20, 30 Autos, kein Auto dabei, wo nicht ein Voll-GTI-Fan drin saß. Das waren alles Leute, die in ihrem Leben 3 bis 10 Golfs hatten, teilweise bis zu 10 Golfs gleichzeitig immer noch besitzen. Golf 1, 2, 3, volles Programm, wirklich. Da waren Leute zwischen dir, ich glaube einer, also Spitzenreiter hatte 11 Golfs gerade. Krass. Also das war wirklich, das war wirklich heavy. War für mich auf jeden Fall ganz neue Erfahrung, weil so alleine auf der Bühne habe ich auch bisher noch nicht gemacht. Natürlich das eine oder andere Grip-Event oder irgendeine Messe, aber das war auf jeden Fall mal ganz was Neues. Hat aber Spaß gemacht, waren geile Leute, war ein geiles Team, geile Veranstaltung, war auch die richtige Entscheidung, dass wir als Alos auch vor Ort waren, ein bisschen Merchandise verkauft haben, ein bisschen mal wieder für die Leute da waren. Weil das muss ich auch einfach mal sagen, ich finde mittlerweile, dass ich zähle uns, / mich, gar nicht mehr unbedingt so als YouTuber, weil es gehören ja schon noch haufenweise andere Sachen dazu. Also wenn ich mir überlege, wie wenig der Zeit von meinem Alltag für die YouTube-Videos draufgeht, ist das schon wirklich ein kleiner Prozentsatz, ne? Weil einfach bedingt durch diese Grip-Drehs oder durch Veranstaltungen, wo wir halt auch einfach mal live sind. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, natürlich mache ich das auf der Bühne auch nicht gerne. Also jemand, der sich wirklich gerne vor die Menge an Leuten stellt und sagt, da habe ich jetzt richtig Bock drauf, das habe ich gerne, die gibt es bestimmt. Aber das sind da wirklich so diese Vollblut-Entertainer, die das wirklich so wollen. Ich finde allerdings, wenn man sich eine Fangemeinschaft im Internet aufbaut, die zu einem stehen über Jahre, dann finde ich, muss man auch einfach mal denen etwas zurückgeben in Form von sich dann auch mal auf eine Bühne zu stellen und einfach auch mal auf einer Bühne mit denen zu reden, weil diese Leute wollen einen ja auch einfach mal live sehen. Also live sehen heißt nicht einfach nur angucken und ein Autogramm und ein Foto abholen, was genau 3 Sekunden dauert, sondern wirklich einfach mal sich eine Stunde mit jemandem live beschäftigen. Und dafür sind ja eigentlich so diese Fan-Talks auf der Bühne, dass die Leute auch wirklich mal Hallo und Tschüss sagen können. Ne? Ja, kann so, ich auch verstehen. Und natürlich ist das nicht, also es war wirklich eine Überwindung für mich, das 3 Tage lang da zu machen, weil man weiß nie, was kommt und es läuft auch nie alles in Anführungsstrichen nach Plan. Das heißt, es kann genauso passieren, dass auf einmal ein Auto aus England kommt und du auf einmal auf Englisch redest. Es kann genauso passieren, dass auf einmal gar kein Auto da ist und du auf einmal 15 Minuten ohne Auto überbrücken musst. Und natürlich fällt einem das einfach, weil man darf nicht vergessen, wir reden über das, was die Leidenschaft, das Hobby ist, das Auto. Das ist natürlich 10-mal einfacher, wie wenn ich jetzt, keine Ahnung, habe jetzt gerade kein passendes Beispiel für, aber wenn ich jetzt über mich vor 10.000 Leuten auf die Bühne stellen müsste und müsste über Politik reden, so ungefähr, ne? Wo ich keine Ahnung von habe und somit irgendeinen Dünnpfiff erzählen müsste, anstatt halt Sachen zu erzählen, die ich einfach weiß. Ne? Marius war auch mit am Stand mit seinem Golf. Das heißt, wir konnten relativ viele geile technische Gespräche führen, was dabei witzig zu beobachten war. Fast jeder, der ankam, hat gefühlt bei VW gearbeitet, was relativ nahe liegt, wenn wir natürlich in Wolfsburg auf dem Treffen sind. Ja, egal, lange Rede, auf jeden Fall. Ich finde, es hat sich gelohnt gehabt, war cool, hat Spaß gemacht und war geil. Ich habe es gerade schon angesprochen, Marius war mit. Ich habe tatsächlich gesagt, pass auf Marius, lass uns bitte aus Roma Golf den Motor ausbauen und ihn bei dir einbauen. Damit wir PS Days plus VW, er ist VWler, er ist VW-Fan, er ist Golf-Fan. Da fand ich einfach gehört, dass sich das sein Auto dort ist und auch mal lauffähig. Weil ich habe natürlich deren Autos abends auf der Bühne auch mal vorgestellt. War übelst geil in der Abenddämmerung. Deswegen habe ich gesagt, nee, das geht nur mit lauffähigem Motor. Den Motor, wie wir für sein Auto aktuell bei Sumi bauen, wird leider noch ein bisschen länger dauern. Also ein bisschen länger heißt, wir müssen da Taschen in die Kolben machen. Wir müssen eine spezielle Kopfdichtung bauen. Sumi verständlicherweise will unbedingt alles wuchten etc. Das hätten wir jetzt nicht geschafft. Deswegen habe ich einfach gesagt,
sagt, komm, du kriegst den Motor aus Oma, den baust du jetzt ein. Dann können wir die Events zumindest schon mal mitnehmen. Größeren Turbolader drauf, wie sich das gehört, soll sich auch lohnen. Und dazu können wir Oma jetzt endlich mal einer kleinen Erfrischungskur gönnen. Das heißt, die wird jetzt einmal fresh gemacht. Das geht natürlich auch besser mit dem Motor ausgebaut, weil jeder hat es bestimmt schon mal gesehen, diese Matte an der Spritzwand, die hing die ganze Zeit so halb auf dem Motor raus, die musste mal eh weg. Und das Ding hatte ja auch 2, 3 Farben an manchen Stellen. Das heißt, dort können wir jetzt perfekt eine kleine Sanierungskur machen, während der Motor bei Marius drin schlummert. Da kommen wir auch gleich zu dem Punkt, was machen wir diesen Monat? Auf jeden Fall Marius Golf auf dem Prüfstand. Falsch. Als allererstes bauen wir jetzt das Kraftstoffsystem nochmal um, weil wir uns ja bis heute nicht sicher sind, ob der Motor deswegen kaputt gegangen ist. Dann auf den Prüfstand gucken, was der Lader kann. Und dann geht es Ende des Monats, ich glaube am 31.08., ich halte euch da nochmal auf dem Laufenden, auf dem Lausitzring TTT halbe Meile. Angriff. Alles, was geht. Wir werden definitiv alles geben, was geht. Ihr könnt euch darauf freuen. Wir werden das Auto, wir haben jetzt 4 Wochen Zeit, 5 Wochen Zeit fast, das Auto vernünftig vorbereiten. Das heißt, wir lassen uns sowohl aerodynamisch was einfallen, rollwiderstandstechnisch was einfallen. Wir arbeiten alle Ecken ab. Schaltung. Ich habe mir die ganzen alten Läufe nochmal angeguckt. Marius schaltet leider wirklich noch zu langsam. Also zwischen dem Shifter, wo man nur so dran zieht, und meinem Haargeschalter sind Welten. Also nicht ein bisschen, sondern es sind wirklich leider Welten. Weil das sieht an dem Shifter schnell aus, aber die ganze Umlenkung da drin, und wenn man dann von oben aufs Getriebe guckt, ist der eigentliche Schaltvorgang nicht so schnell. Und wenn man nur 800 Meter zum Beschleunigen hat, dann braucht man diese 800 Meter fürs Beschleunigen und nicht fürs Schalten. Das heißt, da müssen wir auch noch dran arbeiten. So, dann geht es weiter mit dem E36, weil mein Käfig dafür ist endlich, ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe, dass ein Käfig rein soll. Ich weiß es nicht, jetzt wisst ihr es auf jeden Fall. Ja. Die Vernunft hat gesiegt und der E36 soll so einen kleinen Clubsportbügel, so nenne ich den jetzt mal, bekommen. Werdet ihr dann sehen, keine Angst, das ist keine voll eingeschweißte Zelle oder so. Aber es ist was für jedermann von euch in solchen alten Autos. Das heißt, da könnt ihr auf jeden Fall darauf freuen, dass wir an dem E36 an der Karosserie endlich weitermachen, dass die diesen Monat endlich mal zum KTL beschichten, zum Abdichten und so weiter geht. So. Also auf den Aspekt könnt ihr euch auf jeden Fall auch freuen. Ja, dann bleiben nur noch 2 Sachen, Limo und Abarth. Der eine oder andere, der meinen Livestream bei Instagram gesehen hat, hat festgestellt, dass Limo in der Halle gefehlt hat. Das hat einen Grund, weil an der Limo gerade was gemacht wird. Da wird es auf jeden Fall auch. Ich habe ja angekündigt, dass wir die Videos ein bisschen im Voraus vorbereiten, dass die dann mit einem Ende, also dass die mit einem Ziel online gehen. Und das wird diesen Monat auf jeden Fall kommen. Das heißt, da tut sich was an Limo. Und genauso sind wir beim Abarth weit am Filmen. Da ist der ganze Innenraum blank. Da gibt es ein kleines Update im Bereich Innenraum, Vorderachse, Verbreiterung und so weiter. Also da gibt es jetzt auch zurück und nochmal ein größeres Update. Da gehen jetzt bald wieder die Schrauber-Content-Videos los. Achso, und natürlich 24/7 bin ich natürlich nach wie vor dabei, die Halle fertig zu machen. Ihr habt ja gesehen, da fehlen noch Werkbänke, da fehlen noch Hebebühnen, da fehlt noch hier und da eine Maschine, dass wir wieder richtig einsetzen können. Das kommt diesen Monat definitiv auch alles, dass wir dann im September auf jeden Fall so weit sind, dass wir da voll und ganz einsatzbereit sind. So, zusammengefasst. Und guckt raus, das Wetter, es ist Sommer. Ja, ist es jetzt eh nicht so die YouTube-Zeit, muss man so ganz ehrlich sein. Ich weiß nicht, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr aktuell genauso viel YouTube guckt, wie als Beispiel im Oktober oder im April. Ich glaube es einfach nicht, weil ich glaube, dass man die Zeit schon irgendwo draußen im Garten mit der Familie, was weiß ich wo, verbringt. Aber jetzt nicht unbedingt auf YouTube, was auch nicht schlimm ist, weil es gibt genauso wieder Zeiten, wo wieder mehr geguckt wird. Ne? Erstmal, ich streue es jetzt hier schon mal zwischen. Bitte, bitte, bitte wieder Fragen stellen. Wir haben aktuell einfach keine Fragen für ein Frage-Antwort-Video, welche ich früher immer hier reingemacht habe. Keine Ahnung, entweder ist unser Content so gezielt und gut, dass einfach dabei keine Fragen entstehen. Ich glaube, viele haben nicht auf dem Schirm, dass man bei dem Monatsupdate auch Fragen die Fragen... Stellen. Also stellt jetzt die Fragen, die wir im nächsten Monatsupdate beantworten sollen. Zum Beispiel. Oder ich muss am Ende doch nochmal wieder auf Instagram eine Umfrage machen. Oder das wäre so die andere Variante. Aber gerne ein paar Fragen rein. Auch gerne technische Fragen, so richtig krasse technische Fragen, wo ich mich darauf vorbereiten muss, um die ein bisschen zu erklären. Können wir auch lieben gerne machen. Ne? Eigentlich diesen Monat eine Großbaustelle. Im letzten Monat habt ihr gesehen, wir sind auf der Suche nach dem Ölverbrauch am T5. Das ist jetzt leider schlimmer geworden. Das heißt, mein Bruder war damit unterwegs und das Ding ist...
es gab eine leichte Ölerei, so würde ich jetzt mal nennen. Und der Motor hat jetzt große Sauer. Erst fiel der Lader an zu jaulen, dann kam das Öl aus der Entlüftung. Also da müssen wir jetzt auf die Suche gehen, was da los ist. Ich vermute, ich muss wirklich bei diesem Auto, was 500.000 Kilometer hat, jetzt einen neuen Motor einbauen. Aber das seht ihr auf jeden Fall in dem Video. Dann ist 24-Stunden-Rennen. Jetzt gehen Nikos Ohren erstmal auf, ja. Augen auf. Ist aber kein, schon denken. Ist kein 24-Stunden-Autorennen, sondern es ist tatsächlich 24-Stunden-Rollerrennen, wo wir mitfahren in Hannstedt. Da ist Team Alos mit zwei Rollern wieder am Start. Das erste Jahr wurden wir massiv belächelt, weil wir wirklich schlecht abgeschlossen haben und schlecht vorbereitet waren. Wir haben das komplett unterschätzt, wie sandig es ist. Letztes Jahr war dann schon wirklich gut. Also gut heißt wirklich gutes Ergebnis. Und dieses Jahr sind wir wieder mit am Start. Ich bin noch am Überlegen, ob ich fahre oder nicht fahre. Weil ich gebe es ganz ehrlich zu, ich habe dafür einfach nicht die Kondition, also die Muskelkondition. Ich bin den Roller mal so ein bisschen auf dem Feld gefahren und es ist halt schon so mit Fuß rausstrecken und so weiter. Ne? Boah, ich weiß nicht, wenn ich da, keine Ahnung, dreimal eine Dreiviertelstunde fahre, ob ich nicht danach zwei Wochen lang nicht schrauben und kein Content machen kann. Plus keine Drehs machen kann, weil ich einfach körperlich so platt bin. Also ich müsste erstmal so ein bisschen eine Sportphase einschieben. Auch das ist vor einem, hättest du mich vor einem Jahr gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, irgendwann nochmal mit Sport anzufangen, hätte ich immer gesagt, nee, ich will schrauben und so weiter. Aber wir waren neulich tatsächlich beim Tennisturnier. Ich habe früher auch mal Tennis gespielt in meiner Jugend. Vielleicht fange ich doch nochmal an, so ein bisschen Tennis zu spielen, um einfach körperlich so ein bisschen ja, also ausdauermäßig. Lass mal Tennis spielen, ich hab da auch Bock drauf. Ich hab, ganz viele machen ja dieses Paddle-Tennis, ne? Mhm. So mit diesen Glasscheiben drumherum. Irgendwie sowas in der Richtung, ne? Könnte man ruhig mal angehen. Das ist übrigens eine andere Version. Wir können auch Folgendes machen. Es muss ja nicht unbedingt eine Frage sein, sondern es kann ja auch mehr so eine Sache sein, wie würdest du mal Punkt, Punkt, Punkt oder könntest du dir vorstellen, das und das. So, auch sowas, das wäre auch cool, ja. Auch sowas könnte auch reinschreiben, ne? Das können wir natürlich dann genauso. Das können wir natürlich genauso machen, ne? Achso, eine letzte Sache, was wir in diesem Monat definitiv machen, ist, es geht nochmal einmal nach Italien. Ich begleite Selim. Der hat dort nämlich einen wirklich absolut krassen Garagenfund gemacht. Seit Jahren bearbeitet er die Besitzer, dass sie sich endlich von diesem Auto trennen. Das Auto steht da auch seit Jahren einfach nur in der Scheune. Und er hat gefragt, ob ich gerne mitkommen will. Und ihr wisst ja, Selim und ich, ich gönne ihm alles und bin immer gerne am Start. Und ja, deswegen fahren wir tatsächlich nach Italien, machen einen kleinen Roadtrip, nehmen euch auch mit und holen dieses Auto dort aus der Garage, was da wirklich seit x tausenden Jahren, wollte ich schon sagen. Ich weiß gar nicht, aber ich glaube, 10 Jahre steht das Ding locker da, wenn nicht 20 Jahre. Also ist ein bisschen älteres Auto, logischerweise. Schon haben wir's. Da könnt ihr euch drauf freuen. Ballert einfach fleißig in die Kommentare. Ich würde sagen, tschüss, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.